Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 17. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich etwas loswerden. Ich habe zwar überlegt, soll ich was sagen oder lieber schweigen, aber mit Schweigen kommt mein Widertemperament nicht klar. Ich muss was sagen und das werde ich in Zukunft auch tun. Wenn ihr denkt, dass hier bei YouTube-Kanälen Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und wir haben uns alle lieb, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Traum, eine friedlichen, liebevollen Miteinander mit gegenseitigen Unterstützungen und zum Glück sind so wundervolle Menschen dabei, geben auch die Unterstützung und auch die Kraft. Und das ist so schön. Da bin ich sehr dankbar darüber. Und das wäre auch wichtig. Immerhin arbeiten wir in einem spirituellen Bereich mit göttlichen Energie. Aber wenn einer dabei ist, der Stein im Weg legt und verbreitet sich hier im YouTube-Kanälen, das ist dann alles andere als lustig. Ich könnte sagen, es ist schwierig und da sind wir einige von uns betroffen. Wo ich das erstmal angesprochen habe, nächsten Tag habe ich schon die erste Anzeige. Weil in meiner Webseite war ein kleiner Fehler zu finden und wenn jemand sucht, dann findet auch was. Gesetzlich ist das in Ordnung. Dann kam die zweite Anzeige durch Anwaltsbüro wegen meiner Hotline. Heute kam die dritte Anzeige von Bundesnetzagentur wegen die Hotline-Nummer, weil das läuft alles auf meine Schwiegermama. Aus diesen einfachen Gründen, weil sie in Deutschland lebt und dort hat sie ihren Wohnsitz und dort aus anzumelden ist viel einfacher, als alles aus Spanien organisieren und alles übersetzen lassen mit Notar. Das wurde jetzt angezeigt, die Verhandlungen laufen, ich werde eine neue Nummer bekommen, aber das ist mit viel Aufwand und auch mit viel Kosten verbunden. Ich stelle nur die Frage, warum? Warum macht jemand so etwas? Ich kann das nicht beantworten, tut mir leid. Und es wird auch nicht ruhig. Da bin ich fest überzeugt, liegt aber nicht an mir. Zurück zu dieser schriftlichen Angelegenheit. Dieses Dokument habe ich im Facebook veröffentlicht, könnt ihr nachlesen. Und meine Facebook-Seite läuft denn als Dendera Medici. Ich bin nicht der Einzige, der Anzeige bekommen hat von dieser Dame, sondern es sind einige. Von 7 Fällen weiß ich konkret Bescheid und es geht sogar bis zum Gericht. Gerichtstermin steht auch schon fest. Und ich stelle nun die Frage, warum? Sie hat überhaupt keine Vorteile, im Gegenteil, sie muss erstmal die Fehler suchen. Das ist alles mit Zeit und Kraft verbunden. Aber ich lasse diese Frage, warum, offen. Und jetzt schauen wir die heutigen Tagesenergie an, dieses Tageshoroskop nach tibetischen Astrologie.
Sonne bewegt sich im Stier. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt uns die Monatsthema. Und das heißt, die Ruhe bewahren, die Tage genießen, um die Materie kümmern, auch um Finanzen natürlich auch, steht Stier in Verbindung. Außerdem etwas Wertvolles in Besitz nehmen, aber nicht festhalten. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Und das sind Themen wie Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, das innere Gleichgewicht und Harmonie, Schönheit, Kreativität. Außerdem Waage steht auch zu Liebe, Partnerschaft. Mars ist die männliche Kraft, was etwas in Bewegung setzt. Und diese Mars-Energie haben wir Frauen auch. Mars bewegt sich in der Zwillinge und das heißt, wir brauchen mehr Leichtigkeit oder wir sollen etwas spielerischer betrachten. Mars ist männlich, also symbolisiert auch die Männer und sie suchen etwas, aber sie wissen nicht, was ist das, was sie gerade suchen. Und das ist der Einfluss von Rahu. Rahu bewegt sich ganzes Jahr und nächstes Jahr immer noch in Zwillinge. Das ist dieser Drachenkopf und aktiviert karmischen Themen. Und das ist die Suche nach etwas, aber man kann das nicht definieren, was das genau ist. Und das ist schwierig, weil die Bedürfnis ist da. Und das, was die Männer gerade empfinden, suchen ihren Platz im Leben oder die suchen eine Aufgabe oder sie suchen die Berufung, viele eine neue Partnerschaft. Aber die Richtung, das, was sie gerade lernen, mit diesem karmischen Energie lernen, die Richtung zu bestimmen. Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder. Und das löst aus Neuigkeiten. Oder durch ein Gespräch kommt eine neue Richtung. Oder wir kommen zu neuen Ideen, zu neuen Gedanken. Oder ein Neuanfang. Merkur handelt und das kann für einige auch ein Neuanfang bedeuten. Jupiter ist rückläufig. Normalerweise Jupiter vergrößert etwas, aber diese Rückläufigkeit bremst es. Hat auch einen Sinn, weil das vermittelt uns, nicht so schnell handeln. Wenn jemand das vorhat, etwas vergrößern, vermehren, dann lieber abwarten, vielleicht kommt etwas Besseres oder man sollte etwas noch überprüfen oder nochmal überlegen. Diese Rückläufigkeit zeigt, das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Und das hat mit Skorpion-Energie was zu tun und das beeinflusst auch unseren Gefühlen. Immerhin handelt sich hier um Wasserelement. Und das, was wir auch transformieren gerade. Und hier manifestiert sich auch etwas, weil unser Planet Erde bewegt sich auch in Skorpion. Venus ist eine weibliche Energie und das symbolisiert uns Frauen. Und Venus ist auch immer wieder und das bedeutet für uns Frauen Neuorientierung oder wir können mit Neuigkeiten rechnen oder ein Neuanfang. Venus bedeutet auch Liebe, das ist immerhin die Liebesplanet oder beeinflusst unsere künstlerische Begabung, steht auch zum Kunst, Kreativität, für Harmonie und Frieden. Saturn ist auch rückläufig und zeigt etwas von Vergangenheit. Saturn hütet den Karma und befindet sich gerade exakt auf diesem Knoten, auf diesem karmischen Knoten und das ist Ketu, die absteigende Mondknoten, dieser Drachenkörper, was unserem
karmischen Themen aktiviert und das hat mit unserem Vergangenheit was zu tun. Auch all das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Pluto nähert sich auch, ist schon im Wirkungsbereich. Nächsten Monat erreicht Pluto auch exakt diese Knoten und diese Rückläufigkeit von Pluto aktiviert auch diese karmischen Themen. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und das kann ein Neuanfang bedeuten. Immerhin, Uranus bewegt sich hier im Widder. Und Neptun lässt unsere Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir daran glauben. Neptun bewegt sich hier in Wassermann. Und jetzt noch etwas von tibetischen Astrologie und dieses Bild ist in vollen Symbolen. Heute verspüren wir eine gewisse Einschränkungen. Entweder löst es auch unserem eigenen Gefühl wie Angst oder kommen Einflüsse von außen und jemand versucht uns klein zu halten oder uns Grenzen setzen und das sollen wir überwinden. Dazu brauchen wir die Kraft. Und diese Kraft kommt von unserem Inneren, aber bevor wir handeln, sollen wir unseren Gefühlen klären, bereinigen. Das ist auch eine Art Transformation, Erneuerungsprozesse, was auch die Skorpione zeigt. Und das heißt, raus aus negativen Gefühlen wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl und übergehen wir auf die positiven Gefühle wie Kraft, Mut, Begeisterung, Liebe. All das ist schöpferisch und das sind diese Erneuerungsprozesse. Dieses Bild zeigt die heutige Tagesenergie und das steht in Verbindung für diejenigen, die 1962 geboren sind. Die sind mit dieser heutigen Tagesenergie im Einklang. Und das heißt, heute zeigen wir Mut, Kampfbereitschaft. Wir haben eine kraftvolle Auftreten, Ausstrahlung. Wir sind motiviert, haben wir tolle Ideen. Wir sind von etwas überzeugt und zeigen auch Leidenschaft. Die Glückszahl ist die Zahl 8 im Metallelement und das heißt, wenn wir erlebt haben etwas mit Höhen und Tiefen, ein Hin und Her, das sollen wir in Harmonie bringen und dadurch klärt sich etwas auf. Die Fokus ist die Zahl 2 im Luftelement, das könnte ich mit Waage in Verbindung setzen, die inneren Gleichgewicht, die Harmonie, aber auch Partnerschaft. Die Schicksalzahl ist die Zahl 5 im Holzelement und das bedeutet, wenn wir etwas zu Ende gebracht haben, dann ist der richtige Zeitpunkt, etwas Neues beginnen, wovon wir überzeugt sind, kleine Schritte machen, geduldig sein. Es verspricht Erfolg, aber es ist ein langsames Wachstum. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert
oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.